Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Video vom Kanal. Ja, wie ihr schon sehen könnt, wir sind heute mal wieder auf dem Account vom Philipp und wir dürfen heute sein Lagerhaus ein bisschen aufräumen. Und mit aufräumen meine ich natürlich ein bisschen was öffnen. Und ja, ihr seht schon, wir haben hier eine ganze Menge Zeug zu liegen. Er braucht zwar keinen Lavanica und keine Rosalien mehr, aber die werden wir trotzdem aufmachen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was hier drin sein wird, aber ich würde sagen, wir fangen erstmal hier mit den legendären Heldenkarten 3 an. Was kann denn da überhaupt drin sein? Ich würde sagen, wir machen alle direkt auf einmal auf, weil ja die ganzen Sachen, die da rauskommen, die brauche ich eigentlich nicht mehr. So, die Gildentruhe machen wir auch auf, einfach weil wir es können, so nach dem Motto, damit die dann auch weg ist. So, was haben wir denn hier so Schönes drin? Hier haben wir, ja, Talente, die gefallen mir richtig gut, also Unheiligen Pakt und Heiliges Licht, die sind immer noch ziemlich gut zu gebrauchen. In meinen Augen auch immer noch Heiliges Licht ist natürlich das top defensive Talent. Also da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Das ist einfach unnormal krank. So, Heiliges Licht. Alter, wie viel Heiliges Licht da rausgekommen ist. Ich glaube, viermal Heiliges Licht ist da rausgekommen. Ich glaube, er hat schon ein bisschen was im Lagerhaus zu liegen. Hier können wir nochmal kurz reingucken. Jetzt hat er sechsmal Heiliges Licht da zu liegen. Richtig krank. Okay, die Wappenpakete Level 8, die werden wir jetzt zum Schluss aufmachen. So, was haben wir hier sonst noch so? Hier haben wir nochmal ein bisschen Skin-Pakete. Ja, okay, die machen wir einfach mal alle direkt auf. Alter, 30 5er Boxen. Holy shit. 30 5er Boxen einfach mal aus dem einen. Hier haben wir, ja, okay, hier zwei Talente kann man nochmal ein bisschen rollen. Dann haben wir 40 von diesen, holy shit, von diesen 5er Boxen. Ach du Scheibenpleister, was da alles rausgekommen ist. Also ich sag mal so, 5er Boxen kommen da en masse raus. Okay, was haben wir denn hier? Dann würde ich sagen, machen wir erstmal dieses Päckchen hier auf. Hier kann noch unter anderem Cosmos-Skin mit dabei sein und Skins halt für die Gebäude. Und ja, die machen wir einfach direkt mal auf. Ich denke mal, Gebäudeskins sind gar nicht so verkehrt hier auf diesem Account. Die braucht er, glaube ich, doch schon. Ich glaube, Cosmo braucht er nicht mehr. Den hat er, glaube ich, schon. Aber kann ich auch nochmal gleich mal gucken. So, Lavanica-Taschen. Hier können ja einige, ja, Lavanicas drin sein, hoffentlich. Gucken wir einfach mal rein, wie viel wir da rausbekommen. Und ja, dann öffnen wir einfach mal alles. 240. Oha, aus 10. 240 rauszubekommen ist ganz schön gut. Und vor allem danach kam nochmal 2. Also aus 2 kam einfach mal 40 raus. Also die Ausbeute war ziemlich gut. Er braucht zwar keinen, aber jetzt hat er ja erstmal wieder einen, den er sich holen kann hier. Weiß gar nicht, vielleicht sogar schon 2. Nee, einen kann er sich holen. Alles klar. Oh Mann. So, dann machen wir mal den nächsten auf. Jetzt haben wir nämlich Rosalien, die ist ein bisschen, ja, interessanter vielleicht für einige, aber auf diesem Account jetzt auch nicht mehr so wirklich interessant, weil er davon genügend hat. Ja, okay, also aus den paar Taschen kam einfach mal eine Rosalien raus, weil man braucht ja insgesamt 200 für einen kompletten Helden. Und ja, da hat er dann einfach nochmal eine Kopie von der und die kann er sich dann abholen, wenn er die haben möchte, würde ich mal sagen. So, dann öffnen wir natürlich hier nochmal, ja, die exklusiven Wappentruhe Stufe 1. Die machen wir einzeln auf, weil die ganzen Sachen, die da rauskommen können, sind ziemlich krank. Und ja, ich finde Wappen sowieso generell ziemlich interessant. Und ja, hier kam ein Zweienwappen mit raus. Unheiliger Pakten 8er. Holy moly. Okay, sie mehr Stärken. Also hier wollen wir natürlich die 8er normalerweise rausbekommen. Ich habe auch gesehen, 8er Stärkenwappen hat er gar nicht mehr im Lagerhaus drinne zu liegen. Und ich glaube schon, dass er da noch 8er Stärken zu braucht. Aber können wir ja sonst nochmal, da kann ich ja dann nachher nochmal gucken, ob er die jetzt wirklich braucht oder nicht. Ja, was kommt denn hier noch so Schönes? Okay, hier kam nichts weiter Besonderes mehr raus. Ja, Leute, hier können ja nochmal richtig gute Sachen mit dabei sein. Mein Favorit ist auf jeden Fall natürlich das Erquicken. Kann man eigentlich immer gut gebrauchen. Stärken ist ja auf diesem Account noch gut zu gebrauchen. Heiliges Licht ist immer ganz gut. Und Überleben. Die restlichen Wappen sind vielleicht nice to have, aber jetzt nicht unbedingt so wichtig. Gut, die 50 Wappen machen wir einfach mal auf. So, ein Entzweien, ein, wie heißt denn das, Rohe Gewalt. Weil dieses Talent, das benutze ich gar nicht auf meinen Accounts. Und ja, hier haben wir ein Überleben, richtig gut. Ich glaube, damit kann er auch gut noch was anfangen. Heiliges Licht, natürlich. Dennoch mal Heiliges Licht, also, oh Mann. Das brauchen wir nicht unbedingt. Stärken, das glaube ich brauche auch noch. Dann Regenerieren, 8er. Brauche, glaube ich, nicht so unbedingt. Rohe Gewalt nochmal.
Dann haben wir nochmal regenerieren. Entzweien. Dann haben wir nochmal rohe Gewalt. Vitaler Segen heißt das, glaube ich, ne? Ja, weiß ich nicht. Viele spielen das ja auf Michael, aber ich weiß nicht, ob man das da so unbedingt auch spielen möchte. Schärfen, ja, ist immer noch das uselesseste Talent oder Wappen, das man überhaupt haben kann. Finde ich zumindest. Naja, hier haben wir noch ein Erquicken rausbekommen, das ist gut. Erquicken kann man eigentlich immer gut gebrauchen. So, hohe Gewalt nochmal. So, was bekommen wir sonst noch so raus? Vitaler Segen. Dann haben wir noch ein Täuschen. Täuschen finde ich auch nicht so gut. Dann nochmal ein Stärken, alles klar. Kann man auf jeden Fall, ja, benutzen. Entzweien haben wir auch nochmal kurz dabei. Wie heißt das hier eigentlich nochmal? Eiserner Wille, genau. Eiserner Wille ist, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt. Ja, Täuschen kann man eigentlich in die Tonne kloppen, genauso wie Schärfen. Das braucht kein Mensch. Zühlschild. Okay, ja, viele spielen gar kein Zühlschild mehr. Zumindest sehe ich das sehr, 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 sehr selten auf den Helden. Ja. Überleben nochmal dabei, richtig gut. Was haben wir hier nochmal? Heiliges Licht. Jetzt geht's wieder los mit heiligen Lichtern. Holy shit. Dann haben wir Entzweien-Wappen, okay. Dann nochmal Stärken, natürlich, haben wir ja nicht schon irgendwie dreimal oder so gesehen. Vitaler Segen auch nochmal dabei. Ja, Schärfen, natürlich, nochmal Entzweien, okay. Also er kann wirklich seine kompletten World-Boss-Helden nur mit Entzweien ausrüsten, richtig gut. Täuschen, dann haben wir nochmal Regenerieren, dann haben wir nochmal Regenerieren, weil wir es eben nicht gerade schon hatten. Nochmal Heiliges Licht, also Heiliges Licht kommt hier wirklich sehr, 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 sehr oft raus. Genauso wie Stärken. Stärken kann man auch immer gut gebrauchen. Zühlschild-Wappe, okay. Nochmal Zühlschild, oh Mann. Ein Täuschen ist noch mit dabei. Dann nochmal Unheiliger Pakt. Oh Mann, nochmal Unheiliger Pakt. Oh Mann, ein Überleben. Oh Mann, ich glaube, das Beste, was da sogar rauskommen kann, ist Überleben bzw. Erquicken. Und die restlichen Sachen, obwohl doch, Stärken ist eigentlich auch ganz gut. So, das letzte Wappen ist nochmal Erquicken. Nee, Vitaler Segen. Ja, die Pet-Dinger, die werden wir nicht aufmachen, einfach weil sich das sonst viel zu lange in die Länge ziehen würde. Den Skin, den können wir jetzt tauschen. Ich weiß gar nicht, wie gesagt, ob er den Cosmo hier schon hat. Müssen wir mal kurz mal reingucken. Auf jeden Fall hat er den Skin jetzt dafür, für den Cosmo. Wo ist denn jetzt der Heldenaltar? Ich gehe jetzt über die Heldenbase rein. So, gucken wir nochmal kurz drüber. Ja, okay, den Cosmo, den hat er jetzt auch, sogar mit Skin halt. Und ja, ich denke mal, da würde er sich auf jeden Fall auch drüber freuen, dass er hier halt jetzt den Cosmo-Skin hat. Und ja, so sieht dein Account aus. Kann ich nochmal kurz drüber gehen. Wappen können wir uns auch nochmal ganz kurz angucken, die er jetzt gerade noch in der Hinterhand hat, beziehungsweise die wir jetzt gerade geholt haben. Also ein Erquicken war nur dabei. Okay, das ist ziemlich wenig. Dreimal Zielschild, viermal Stärken war mit dabei. Dann Schärfen war viermal mit dabei. Das ist ganz gut, dass nicht so viel Schärfen dabei war. Dreimal Eiserner Wille. Dann, ja, viermal Heiliges Licht. Habe ich eigentlich gedacht, dass da mehr rausgekommen ist vom Heiligen Licht. Ja, okay. Hier haben wir, ich glaube, da waren dann viermal Überlebenwaffen mit dabei. Ja, und sonst so, ja, sieht es überschaulich aus. Ja, wir haben hier Täuschen natürlich auch noch mit dabei gehabt. Genauso wie Rohe Gewalt. Davon hat er jetzt sieben. Naja. Gut, dann würde ich sagen, wenn euch das Video soweit gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Und ja, haut rein und bis zum nächsten Video. Ciao.